Wir sind live da. Ich begrüße Claudine. Claudine, und könnt ihr uns hören? Hallo zusammen. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns da mal kurz ein Hallo geben? Hallo Ingeborg. Ja, ich sage auch mal was. Hallo Ingeborg, weil das ist die einzige, die ich sehe im Augenblick. Guten Ja, Abend. das Also mich ist. hörst du wahrscheinlich auch. Ja, alles klar, klar und Okay. deutlich. Es sind noch wenige da. Marie-Lieb ist da. Hallo. Hallo. Es haben sich eigentlich viele angemeldet, aber es ist heute schönes Ah, Wetter. Edith. Hallo. Edith. Alles klar. Und kanntest du die Edith schon, Claudine? Die Edith kenne ich ja. Wir haben ein Seminar zusammen gemacht. Okay. Hallo zusammen, sage ich dann mal. Ich begrüße alle die, die jetzt schon da sind, die noch kommen, die irgendwann später das Webinar in der Aufzeichnung sehen. Wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, weil wir nämlich eine Stunde schon das Gespräch aufgezeichnet haben. Und Claudine noch viele Bilder hat, die sie mit euch zeigen will. Claudine, möchtest du die Fotos, die Bilder vorher zeigen oder möchtest du die im Anschluss an das Gespräch? Ich Was? glaube, im Anschluss passt es ganz gut. Dann hat man schon mal, weiß schon mal was und ich muss es nicht doppelt erzählen, weil dann kann ich einfach ein bisschen darauf hinweisen. Okay, alles die, die jetzt da sind, kennen den Ablauf. Ich stelle das Video am besten direkt an. Hallo Sabine. Hallo Sabine. Jetzt lädst du dich. Lädst du endlich die Claudine kennen. Das ist gut. Mal schauen, als was ich mich entpuppe. Also mir hat das Gespräch gestern Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und wir versuchen, dass die Technik diesmal sofort mitspielt. Wir schalten uns dann zwischendurch leise raus und ich werde es versehen. Ich stelle es jetzt mal an, ne? Okay. Ja. Und gebt Hallo Bescheid, wenn zusammen. ihr was, wenn irgendwelche Ich Störungen sind. begrüße meinen Ich halte heutigen den Gast, Gast. das ist Claudia Winkler. Und ich freue mich, dass sie Hallo. zugesagt hat. Claudia Winkler, wer sie noch. Hallo zusammen. Ich begrüße meinen heutigen Gast, das ist Claudia Winkler. Und ich freue mich, dass sie Hallo. zugesagt hat. Claudia Winkler, wer sie noch nicht kennt, ist Buchautorin. Ein wunderschönes Buch hat sie geschrieben, über das wir gleich sprechen werden. Sie ist Künstlerin, sie malt. Und Claudine, was möchtest du noch so zu dir sagen? Was kannst du noch so zu deiner, ja, erstmal zu deinen Tätigkeiten, bevor wir zum Menschen dahinter kommen? Zu meinen Tätigkeiten. Ja, das ist, wenn man mich fragt, wie ich mich beschreiben will, da habe ich wie einen Kartenstrauß in der Hand und womit soll ich anfangen? Für mich ist im Augenblick immer noch völlig erstaunlich oder so etwas Herausragendes. Wie unterschiedlich sich mein Leben gestaltet hat, also wo ich losgelegt habe und wo ich inzwischen bin. Und ich kann einen richtigen Bruch halt in meinem Leben sehen. Also ich habe eine Ausbildung als Informatikerin, habe auch lange da gearbeitet als Informatikerin und war sehr mental unterwegs. Und das war auch, ja, es war was Schönes, das ist irgendwie was Beruhigendes für einen mentalen Menschen, wenn er so strukturiert denken darf und wenn er über alle Systeme eine Analyse drüber geben kann und sagen kann, ah, ich komme mit allen Systemen zurecht und alles ist problemlos zu machen. Und ich war damals eine der wenigen Frauen in den 80er Jahren, die Informatik studiert hat. Und das war in Hamburg. Ich glaube, wir waren in meinem Semester 10 Frauen. Aber das Schöne war, dass die Kommilitonen und die später dann meine Mitarbeiter sich richtig gefreut haben darüber, dass jetzt weiblicher Zuwachs kommt. Weil ich glaube, die sind sich mit ihrer Stinkstiefeligkeit gegenseitig auf den Geist gegangen. Und die waren halt froh darüber, dass da immer ein frischer Wind reinkommt. Also bei mir, ich konnte nie sagen, dass ich irgendwie als Frau anders, also gemobbt worden bin. Ich im Gegenteil, ich bin immer mit Handkuss irgendwie begrüßt worden und auch so richtig sehr angenehm behandelt worden. Ja, und da war ich halt lange unterwegs und habe gedacht, das ist das Einzige, was richtig existiert und was ich darauf verlassen kann, bis ich dann
irgendwann so mit Mitte 40 völlig andere Sachen entdeckt habe, also selbst erfahren habe. Und ja, ich habe halt luzide Träume gehabt. Ich habe angefangen, mir das Meditieren beizubringen, was furchtbar schlimm war, weil in meinem Kopf dauernd ein dauerndes Blabla war. Und das ist furchtbar mühselig, sich das abzutrainieren, aber mir ist es gelungen. Gut, es geht also. Das ist auch der Mühe wert. Luzide Träume, für die, die nicht wissen, was luzide Träume sind. Kannst du das mal kurz erklären? Ja, es sind halt erstens mal Träume, an denen man sich sehr gut erinnert. Und man hat einen Zustand, als ob man wach ist und sich aber bewusst ist, dass man träumt, meistens. Und halt etwas träumt, was in der Zukunft liegt oder was halt, also das sind Botschaften vom Unbewussten, die halt wichtig fürs Leben sind. Und das hatte ich dann halt immer wieder mal. Ja. Hat man die immer nur nachts beim Schlafen oder kann man die auch tagsüber bekommen? Ich denke mal, ist es auch Tagträume. Wahrscheinlich auch, ja. Bei mir war es nachts halt. Okay. Ja. Ich hatte dich unterbrochen. Ja, das macht nichts. Mit der Meditation warst du stehen geblieben, dass du also deinen Verstand zum Schweigen gebracht hast. Ja, das ist sehr wichtig für mentale Menschen, weil ich glaube, damals habe ich auch keinen Zugang zu meinen Gefühlen gehabt oder kaum. Also das war irgendwie nicht handelbar, sowas. Und das ist oft so, dass das Mentale sich drüber legt, weil man dann Angst hat, was da drunter ist. Aber das war dir nicht bewusst? Oder? Vielleicht habe ich schon manchmal gefragt, weshalb kann ich denn eigentlich jetzt nicht klar wissen, was ich jetzt fühle. Aber ich war halt insofern doch noch ganz gut dran, weil ich immer ehrlich zu mir selber war und mir auch alles zugestanden habe, was da hochkam. Also das habe ich da nicht unterdrückt. Nur herauszufinden, was fühle ich jetzt eigentlich? Das war das Schwierige. Kannst du dich an die Kindheit erinnern? An meine Kindheit? Ja, aber da gab es halt auch einiges, was man nicht so sich erinnern will. Okay, aber da passiert es ja oft, dass man sich von seinen Gefühlen abtrennt, deswegen frage ich. Ja, klar. Also solche Ereignisse hast du ja. Ja, ich habe auch beschlossen als Kind, als Kindergartenkind, ich werde jetzt ein Junge und meine Puppen ins Bett gestellt und die durften da bleiben und wurden nicht mehr angeguckt und ich habe gedacht, ich werde jetzt schlau und ich zeige es den Männern. Und es war auch noch sowas dabei, als ich Informatik studiert habe, dass ich halt mir beweisen wollte, dass eine Frau das Gleiche schafft. Ja. Und das ist heute weg. Heute bist du gerne Frau? Ja, aber das habe ich erst danach entdeckt. Ja, gut. Man sagt oft, dass man spätestens mit 40, 42, dass man dann doch den Weg einschlägt, den die Seele wirklich will. Und dass das bis dahin eigentlich die Vorbereitung ist. Bei vielen ist das so. Das ist oft so, dass da ein Schicksalsweg sich ändert. Oder bei mir war es die Scheidung, wirklich wieder auch ein Neuanfang, so also um die 40 rum. Und das bei vielen Menschen. Und bei dir kam jetzt dieser, du hast Informatik, du hast in Frankreich gelebt. Ja, gut, ich habe halt eine Zeit lang gearbeitet und dann habe ich gedacht, diese bürgerliche Existenz, wo es immer darum geht, noch mehr zu verdienen und mehr zu verdienen. Und Haus hatten wir schon jetzt, noch ein Auto oder was auch immer. Und mein damaliger Mann, der hat eigentlich genauso gedacht. Und wir haben dann das Haus, was wir erarbeitet haben, halt verkauft und wollten nach Südeuropa. Und das wurde dann Südfrankreich. Und um da ja auszusteigen. Ach so. Da habe ich 15 Jahre gelebt, ja. Dann hast du auch Übersetzungen gemacht, ne? Ich habe auch eine Ausbildung als Übersetzerin, französische Übersetzerin. Darum war Frankreich damals auch ganz günstig, weil ich das halt schon gut gesprochen habe. Ja. Und da hast du auch als Informatikerin gearbeitet? Nein, ich habe da gar nicht gearbeitet. Gar nicht? Also nur? Ja, wir hatten ein großes Haus, 2000 Quadratmeter Gelände und Hunde und Katzen. Und also ich habe da mich in die Erde vergraben und habe meinen Garten angelegt. Okay, da fing dann der Zugang zu den Pflanzen an. Ja, das hatte ich auch schon als Kind. Ich habe meine Mutter immer gefragt, was ist denn das und das. Und ich kannte auch eine ganze Menge, ja. Also Wildkräuter haben dich dein Leben lang begleitet? Ja. Doch, ja. Ich habe dich unterbrochen in deinem Redefluss.
Ja. Wie du da Frankreich, also mit 42 kam der Wechsel. Ja, Mitte 40, ja. Ja, ich habe halt dann auch plötzlich habe ich meine Chakren gemerkt, die Muskeln, die ich auf und zu machen kann. Das heißt, das Kronenchakra. Und manchmal war es so, dass ich die Chakren halt wie, wenn ich Musik gehört habe, das war wie Saiten, die in meinem Körper irgendwie angeklungen sind. Und ja, das, da muss man erstmal mit fertig werden, mit so völlig anderen Erfahrungen. Und ich habe mich halt viel erkundigt und um was es da überhaupt geht. Und als ich dann nach Deutschland zurück bin, habe ich auch Ausbildungen, Kurse gemacht. Und so habe ich auch die Sabine kennengelernt. Das wäre schon noch eine nächste Frage gewesen. Wie bist du an Sabine Richter gekommen? Wenn man also Informatik macht und eigentlich immer mit solchen spirituellen Sachen nicht viel zu tun hat, wusstest du direkt, dass das die Chakren sind? Ja, damals dann schon. Ja, schon, da wusstest du. Ja, ja, ja. Denn ich weiß nicht, ich weiß, was Chakren sind, aber ich weiß, hab die nicht so, ich kann die nicht so spüren, dass ich also da einen Muskel spüre oder so. Wie spürst du denn? Bisschen, also nicht wie ein Muskel, aber irgendwas, was man, also vor allem das Kronenchakra kann man irgendwie aktiv betätigen. Und es war halt so neu für mich. Und ich habe halt gedacht, also das war im Rahmen von der Meditation, die ich da immer wieder gemacht habe. Und da habe ich halt auch spirituelle Literatur drüber gelesen, um was dabei geht bei den Chakren. Und darum war mein Fokus wahrscheinlich auch schon ein bisschen dahin gerichtet. Gibt es eine spezielle Meditation für diese, dass du dann die Chakren so... Ich habe viel auf Musik meditiert und was mir die Hände kamen irgendwie. Und mir ging es vor allem darum, mein Blabla im Gehirn da mal leise zu machen. Und das war das Schwierigste überhaupt dabei. Und wie geht es heute? Machst du das? Manchmal frage ich mich, ist da noch einer da? Aber es ist weitaus angenehmer. So. Ich kann einfach ohne zu denken eine Zeit lang sein. Das funktioniert. Ich dachte, Gedanken könnte man gar nicht ganz abstellen, sondern nur einfach fließen lassen, nicht beachten. Nein, ich kann auch eine Zeit, also jetzt nicht lange, da müsste ich schon wirklich meditieren, aber ich kann eine Zeit lang auch nichts denken, hier zuhören zum Beispiel und es entsteht irgendwas, also das ist nicht irgendwas Aktives in meinem Kopf. Ja. Okay, aber ich habe dich wieder bei deinem Wechsel. Ja, wir reden ja miteinander. Du hast gesagt, also du spürst jetzt und hast gemerkt, da tut sich was. Ja, da hat sich eine ganze Menge getan. Und das war halt. Du hast Kurse besucht. Was waren das für Kurse? Ja, das habe ich dann erst in Deutschland angefangen, ne, als ich wieder zurück bin. Und ich habe viele Kurse, die in, also mit Meditation gemacht, bei einem, also ich war da in der Nähe von Erlangen und jemand, der halt mit Sabine auch angefangen hat, ja, der hat solche mehrere Seminare gegeben, Ferienseminare. Dann habe ich später auch noch mit ihm zusammen welche organisiert in Frankreich und vor allem halt, das war das Wichtige, die Lebensberatung und andere Ausbildung bei Sabine. Ja. Das waren halt die richtigen Prozesse und das andere war dann einfach, das war ein guter Einstieg, weil derjenige, der heißt Peter Beck aus Erlangen, halt auch mental eher ausgerichtet ist und für mich war es halt ein guter Einstieg über diese Weise. Und jetzt ist das nicht mehr nötig über mentale Sachen. Ja, verstehst du? Ja. Ja, und Sabine habe ich kennengelernt, als ich noch in Frankreich war. Da war halt die knifflige Situation, dass mein Mann und ich, wir waren schon 1,5 Jahre getrennt, saßen aber noch zusammen in dem Haus, weil wir der Meinung waren, wir könnten das halt eben nur zusammen verkaufen. Er hat halt eine Rente bezogen und wir haben davon gelebt. Und das ist eine, also wir waren unser Leben lang eigentlich Freunde. Es gab da keinen Zank und nichts, aber es ist eine furchtbare Situation. Ich glaube, das kannst du nachempfinden. Ne? Und ich wusste nicht mehr ein und aus. Ich wusste nicht, woran das liegt, weshalb das Haus nicht verkauft wird. Und dann
eine Freundin von mir, die ist öfter gekommen nach Südfrankreich, mal mit ihren Kindern, mal mit ihrer Mutter. Und die hat mir auch so immer ein bisschen erzählt von dieser Richtung, vom Esoterischen und vom Spirituellen und wie man das alles zu verstehen hat. Und die hat gesagt, was kommst nach Deutschland, kommst zu mir und ich kenne ein gutes Medium. Ich dachte, ja gut, warum nicht? Das war, ich wusste keinen Ausweg mehr. Und dann bin ich nach Deutschland geflogen und habe an dem Tag Sabine kennengelernt und auch meinen Lebensgefährten. Am gleichen Tag, weil der auch ein Channeling von ihr wollte. Okay, das gibt keine Zufälle, ne? Nee, die gibt es nicht. Nein, die gibt es nicht. Da mal kurz dazwischen für die Zuschauer, die dieses Video sehen, aber gar nicht wissen, von welcher Sabine wir da sprechen. Das ist, ja, genau. Ja. Das ist Sabine Richter. Sabine Richter ist Channel Medium und in den anderen Gesprächen ist sie in der Playlist auch mit drin und Webinare, und da könnt ihr ganz viel über Sabine Richter erfahren, aber auch auf der gleichen Webseite Quell der kleinen Teilchen, die Seite habt ihr zusammen gemacht. Ne? Ja, genau. Und ja. Ihr seid inzwischen WG Freundin. Ja, genau. Ihr teilt euch ein Haus und lebt zusammen. Ja, also, ja, wir proben das Kollektiv quasi. Ja. Mit Hund und Kind von der Sabine. Ja. Gut. Da hast du Sabine kennengelernt und gleichzeitig den Lebensgefährten. Und der Lebensgefährte, das ist eine ganz besondere Geschichte. Mhm. Und da werde ich jetzt auch nicht mehr unterbrechen. Ja, weil vielleicht noch zu Sabine erzählen, ja. Weil das war schon so, dass ich habe im Flugzeug immer so ein Bild gesehen, dass ich immer mit dem Fuß an so einen Klotz haue und das war mein Mann, und der Klotz ist nicht weg und weggegangen. Ne? Und in dem Channeling, wo ich dann meine Fragen gestellt habe an Sabine, dann wurde gesagt, dass er wie ein Klotz in der Landschaft steht und egal, wie oft ich mit meinem Fuß dahin trete, ich werde nur mir selber bewegen oder irgendwas bewegen. Und das war schon sehr verblüffend für mich, dass das, was in meinem Kopf war, an Bild, halt da plötzlich da wieder auftauchte. Und die Antworten, die mir gegeben wurden, das hat auch bewirkt, dass er 3 Monate später dann ausgezogen ist. Also hat es plötzlich ging. Ja. Und ihr konntet also das Haus verkaufen, ja. Ja, hat dann nochmal ein Jahr dann gedauert. Aber ich war zumindest alleine und hatte nicht mehr diese ständige Konfrontation. Und es hieß auch, dass es an der Konfrontation gelegen hat. Also dass wir ständig eigentlich nur mit uns selber beschäftigt waren. Und da konnte kein Signal nach außen gesendet werden, dass da ein Haus zu verkaufen ist. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, das hat mir sehr geholfen. Okay. Erzähl weiter. Ja, und mein Lebensgefährte, der sollte schon ein paar Mal mit dieser Freundin, die auch Sabine kannte, eben nach Frankreich kommen. Es ist immer was dazwischen gekommen, aber in dem Jahr, nachdem mein Ex-Mann weggezogen ist, da hat es dann geklappt, was natürlich auch kein Zufall ist. Und ja, wir haben uns kennengelernt und haben halt gedacht, ja, das ist halt was Nettes, irgendwie so ein kleiner Flirt, und man kriegt mal wieder einen anderen Eindruck von einem Mann oder von einer Frau. Und dann plötzlich halt wurde es halt immer tiefer und immer tiefer. Und es war also völlig faszinierend für mich, wie nah man einem Menschen sein kann. Und du hattest keine Angst mehr vor dieser Nähe? Hattest deine Beziehung? Nein, weil er so weich sein konnte. Ne? Also das, ich habe auch nicht gedacht, dass es das gibt, dass ein Mann männlich sein kann, ohne diese Härte immer vorzuschieben. Ne? Und er war beides, und der hat mich so sehr mit einer Männlichkeit versöhnt, dass ich das richtig gelernt habe zu lieben und auch zu verstehen, dass die Männer halt durch ihre Inkarnationen ganz andere Sachen im Fokus hatten und die richtig in ihren Genen halt drin sind und dieses immer kämpfen müssen und dieses müde sein vom Kämpfen und
Ja, ich hab halt von daher verstanden, wie Männer ticken und ich habe es sehr schätzen gelernt. Und vor allem seine Nähe. Wir hatten halt immer die Bereitschaft, immer weiterzugehen miteinander. Wir haben immer gesagt, wir sind Weggefährten, das waren wir halt. Und ja, auch keine Herausforderung zu scheuen, sondern halt offen und ehrlich miteinander zu sein. Und vor allem wollte keiner von uns mehr diese Machtkämpfe, die häufig so in Beziehungen sind. Und, ja. Würdest du sagen, dass, wie heißt es? Wir sprechen von Marian, ne? Ja. Marian heißt er. Ja. Und würdest du sagen, er ist seiner Zeit voraus gewesen? Ob er seiner Zeit voraus gewesen ist? Ja, was die Männer angeht, weil die Männer, die Aufgaben der Männer ja, oder die Entwicklung der Männer in diese Richtung geht, dass sie diese Männlichkeit leben und trotzdem die Weichheit auch zulassen. Ich weiß es nicht. Nachdem ich ihn kennengelernt habe, habe ich eigentlich mehrere Männer kennengelernt, bei denen ich das möglich halte oder bei denen ich das gespürt habe. Vielleicht ist mir auch der Blick darauf verwehrt geblieben. Ne? Und vielleicht muss man... Vielleicht fällt es einer Frau auch dann einfacher, wenn man das schon mal erlebt hat und wenn man nicht so in der Abwehr ist. Ja. Ja. Und man sucht sich ja immer dann solche Männer, wo man alles nochmal bestätigt bekommt, was man an Vorurteil hat. Ja, wenn man an Glücksfall, dass ich auf Maria getroffen bin. Wenn ich an das Bild denke, was du eben beschrieben hast, die kleine Claudine, die die Puppen in die Ecke gestellt hat, die männlich sein wollte. Und bei einem Marian jetzt ganz Frau sein durfte. Genau, da habe ich das auch akzeptiert. Ja. Ja. Früher nur Hosen angezogen, jetzt nur fast nur Röcke. Ja, und Blümchen im Haar, als du hier ankamst, Blümchen im Haar und singend und pfeifend. Und dann, ja. Sehr weiblich, genau. Mhm. Und, das war also da eigentlich eine Heilung für dich auch. Ne? Ja, für uns beide. Ja. Also es war für uns beide eine große Heilung, ja. Und mit Marian, ich spreche von der Vergangenheit, Marian ist inzwischen verstorben, aber hat nur diese Inkarnation verlassen. Und ihr seid immer noch in Verbindung. Und das ist das Besondere, was ich so in der Art eigentlich noch nie gehört habe. Das fand ich ganz spannend, als du mir das erzählt hast. Ja, ich finde, wahrscheinlich ist es gar nicht so besonders. Aber darum möchte ich eigentlich auch gerne davon erzählen. Also ich würde jeden auffordern, in so einer Situation halt offen zu bleiben, weil die Verstorbenen sind halt da und die meisten haben eigentlich ein Gespür dafür, dass die da sind. Aber je mehr man sich dafür öffnet, desto mehr kann man diesen Prozess halt zusammen erleben. Und das war das große Geschenk, was wir haben durften. Ne? Aber so, also ich einfach mal die Geschichte erzählen. Ich habe meiner alten kreuzkatholischen Tante so ein bisschen davon erzählt und hat sie gesagt, ja, der Hermann, dein Onkel, der ist auch die ganze Zeit da und der nervt schon langsam und was weiß ich. Und die hat mir völlig den Wind aus dem Segel genommen. Und ich hatte immer so als Versuchsballon, wie reagiert sie auf so eine Aussage? Und ich glaube schon, dass viele Menschen einen Zugang dazu haben. Auch wenn sie nicht nur zum Friedhof rennen und da Blumen hinstellen. Ja, sie müssen es halt in ihr Weltbild irgendwie einhauen. Ne? Ja. Ja, aber ich denke schon, dass das, ja. Ja, wahrscheinlich werden noch viele Sachen mit reingemischt, aber ich kann ja auch nicht ausschließen, dass ich das reinmache. Ich habe halt immer die Kontrollinstanz Sabine, wo man halt auch fragen kann, stimmt denn das und das und das kann dann bestätigt werden. Und ja, darum habe ich da auch sehr viel Vertrauen drin. Also Marian hat immer gesagt, wenn einer von uns früher stirbt, dann sind wir noch ganz lange miteinander in Kontakt. Also einer mit dem anderen. Und so war es halt auch. Also ich habe die Zeit vor seinem Tod irgendwie mit dem halben Bewusstsein mit ihm miterlebt. Also ich habe diese... Was ich dann in meinen Verstand halt umgesetzt hat, das waren so Vorstellungen von großen Hallen mit ganz bestimmten Tönen. Also die lagen immer so drunter, diese Töne. Und die waren weiß und blau. Und da hat man nur gespürt, wie ungeheuer wichtig jede einzelne Seele ist. Und wie, wie wertvoll das ist und wie das mit welcher Achtsamkeit davor gegangen wird. Gell?
Und ich habe halt immer gemerkt, da finden jetzt irgendwelche Prozesse statt, die ich aber nicht in meine Realität jetzt begreifen konnte. Aber ich war halt dabei und habe irgendwie so mitgeschwungen. Und ich war natürlich in der Zeit, wo er krank war, auch völlig mit den Nerven fertig und nur erschöpft. Aber das lag immer so drüber. Und irgendwann wurden wir dann getrennt und dann hieß es, die Seele entscheidet sich. Und er kam auch mal in dieser Zeit in der Nacht zu mir. Da habe ich auch ein Bild gemalt, was wir vielleicht dann noch sehen können. Und da war so eine eigenartige Melodie irgendwie drunter, richtig monoton. Und ich hab nur immer gedacht, was ist das? War richtig laut. Was ist denn das? Was ist denn das? Wir haben uns so unterhalten, wie wir uns jetzt auch unterhalten, also von Geist zu Geist. Und am nächsten Morgen, als ich dann zu ihm ins Krankenhaus gegangen bin, habe ich festgestellt, dass er eine Dialysemaschine bekommen hat. Und das war die Melodie. Ach. Ja. Ja. Also verbunden Leute immer. Ja. Und ich habe ihn halt darum gebeten, als es dann klar war. Also ich habe gespürt, wie glücklich er war, als dann entschieden war, auch von den Ärzten. Ich habe mit den Ärzten geredet und die haben halt gesagt, keine Chance mehr. Und dann war eine Euphorie in ihm, die dann zu mir übergeschwappt ist. Ich habe lauter Luftballons gesehen, die aufsteigen. Also er war so froh, endlich mal frei zu sein wieder von so einem geschundenen Körper. Und und ich habe ihn halt darum gebeten, bei seinem Tod dabei sein zu dürfen. Und ich war an dem Abend, das war der erste Waage, also der Waage-Neumond, also es ist jetzt die Zeit, wo es sich zum dritten Mal jährt. Ja. Am ersten war Waage-Neumond. Und ich habe mich halt, irgendwann bin ich aufs Bett gefallen, weil ich viel zu erschöpft für irgendwas war und bin aufgewacht und es war 10:30 und ich hatte gedacht, jetzt muss ich aber mal im Krankenhaus anrufen und da wollten die mich halt schon anrufen vom Krankenhaus, weil es dem Ende zugeht. Und da bin ich völlig traumwandlerisch da reingefahren und habe mich an sein Bett gesetzt und auf der anderen Seite war eine Krankenschwester, die war mir etwas unsympathisch und ich habe darauf gewartet, dass sie weggeht, aber das hat sie nicht gemacht. Sie hat irgendwas genommen, einen Schnipsel und hat ihn so über Marian rüber geschnipselt. Und ich fand das so unmöglich. Und dann hat sie gesagt, ach, jetzt ist es vorbei. Und erst wollte ich wütend werden. Also man kann ja in dem Moment gar nicht mehr so richtig in so eine Emotion reingehen. Aber dann habe ich gemerkt, dass es für ihn halt so am leichtesten gewesen ist. Also ohne in Verbindung mit mir zu gehen, dann wäre er wieder festgehalten worden. Und diese Krankenschwester, die hat mit ihrer komischen Bewegung halt das alles getrennt. Und er konnte ganz alleine weggehen, in einer eigenen Entscheidung. Und am nächsten Morgen war das so in meinem Kopf, da wusste ich nicht, denkt er das jetzt oder ich? Und so ging das eine ganze Zeit lang, aber wir sind immer wieder getrennt worden. Also er musste ja auch seinen neuen Seelenplan entwerfen und alles. Also die Verbindung wurde immer weniger und weniger eng, aber wir haben halt diese Trauerarbeit und Trennungsarbeit jeder auf seiner Seite gemacht und trotzdem zusammen. Ja, und das war bei all dem, also das ist ein wahnsinniger Schmerz, du streckst die Hand aus und merkst, die greift ins Leere und du wirst diesen Menschen nie mehr anfassen können, ne? Aber es war trotzdem halt toll, in seiner Nähe zu sein und immer noch die Liebe zu spüren. Ja, und nach dem, ja. Trauer, du sprichst von der Trauer, ist die Trauer auf der anderen Seite auch so? Ja. Stark. Ja. Ja, so stark vielleicht nicht, weil wir schon da in der Physis ein bisschen mehr gebunden sind, aber dieser Schmerz ist auch da. Okay. Ich dachte, auf der anderen Seite wäre man ganz schmerzfrei. Ja, man hat ja aber trotzdem nicht mehr. Also er bedauert auch jetzt manchmal noch, dass in seinem jetzigen Leben, also wo er ist jetzt wieder inkarniert,
Das finde ich so spannend, dass du das auch, dass er diesen Kontakt noch so intensiv hat, dass du weißt, wo er inkarniert ist. Das ja, ja, wo, das haben wir dann über Sabine rausbekommen, ja. Aber das hat alles mitgeklickt. Also er vermisst das, dass man, dass er Menschen hat, mit denen man eine Nähe herstellen kann. Also seine Eltern sind wohl, die sind nicht lieblos, aber die sind halt so normal. Sie arbeiten halt und die Kinder müssen irgendwie funktionieren und naja, also so das Normale halt. Ne? Hat er da seine Aufgabe, die Eltern irgendwie, ja, dass die sich mehr öffnen? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Das sind ja dann zwei Ebenen. Also wenn er davon erzählt, dass er inkarniert ist und gleichzeitig ja, aber... Er hat nicht davon erzählt, sondern ich krieg das mit. Du kriegst das. Ich habe, das war ungefähr 5 oder 6 Wochen nach seinem Tod und wir hatten immer so eine lockere Verbindung, besonders abends, wenn ich dann halt fertig war und noch irgendwas gelesen habe und es war auch da der Fall und auf einmal sehe ich irgendwie merkwürdige Szenen von einem Paar im Bett und dann sage ich, wirst du gerade gezeugt? Und er sagt, ja. Und er hatte mir schon vorher erzählt gehabt, dass er geboren werden soll. Und das war dann teilweise missverständlich, weil wenn man da in diesem Bereich ist, dann ist ein Geborenwerden halt die Zeugung. Ne? Also man geht raus aus diesem nur astralen Vorhandensein wieder in die Physis rein. Ja, also die Zeugung, hat er gesagt, die müsste gleich unter dem Einfluss des Schützen stattfinden. Und dann habe ich halt nachgeschaut und das war dieser Übergang gleich zum Schützen, vom Skorpion zum Schützen, wo er gezeugt wurde. Und seine Geburt habe ich auch mitbekommen. Wahnsinn. Ja. Und jetzt hat er ein kleines Schwesterchen bekommen vor ein paar Monaten. Also du fühlst das. Du fühlst das. Ich weiß es dann einfach, ja. Also ein gefühltes Wissen. Ja. Und ich kann ja mit ihm reden und ich rede halt dann auch, also ich frage dann nach. Wie nimmst du die Antworten wahr? Gedanklich oder siehst du? Gedanklich und als Gefühl. Als Gefühl. Mhm. Und es ist halt so, dass wir, das ist ein Geschenk, wir dürfen uns so nah sein und dürfen. Das ist eigentlich immer ein gegenseitiges Nähern, was wir machen. Ja, auch bewusst. So ein Gefühl geben, dass alles halt in der Ordnung ist und alles in Harmonie. Ja. Es gibt viel Kraft, ne? Ja, das stimmt. Und trotzdem Sehnsucht bleibt? Ja. Ja, es ist halt was anderes als ein Lebensgefährte. Wäre das möglich? Gefühlsmäßig? Noch einen realen Lebensgefährten? Ja. Zuerst habe ich gedacht, nur das ist das Einzige, was das überhaupt heilen kann, diesen Schmerz. Aber da ist man so blind vor Schmerz, dass man überhaupt nicht merkt, wie blöd man denkt. Ja. Also, und ich glaube, wir sind im Augenblick zu sehr, zu eng verbunden, als dass das möglich ist, als dass ich irgendjemanden anziehen kann. Und andererseits würde ich es auch gerne weitergeben, was wir zusammen erlebt haben, ne? Weil das so etwas Schönes ist und weil ich mich jetzt so weiblich fühle irgendwie und weil ich das Männliche so lieben gelernt habe. Aber ich will das nicht erzwingen und für mich ist halt auch wichtig, dass er in seiner Kindheit jetzt auch gestärkt ist. Und ich könnte jetzt nicht, das ist wie ein Kind, was ich habe, also das könnte ich nicht aufgeben. Wenn du, das Bild kommt mir gerade, du erfährst, beziehungsweise über das Gefühl, wie auch immer, dass er gerade ein Schwesterchen bekommen hat, er ist also noch ein Kind, der ist vor 3 Jahren ja erst gestorben ist und gleichzeitig aber auch der Erwachsene für dich. Du nimmst ihn einfach dann einfach wahr. Ja, und das... Ihr seid ja auch Eltern von diesem Kind irgendwie. Oder? Aber es gibt zum Beispiel auch, du kennst ja die innere Kindarbeit, gell? Ja, das ist auch mein Lieblingsthema, ja. Genau. Und wir stellen ja auch mit Sabine auch innere Kind,
also das innere Kind auf, und da ist immer ein erwachsener Anteil, der halt mehr weiß und der halt dafür zu sorgen hat, dass das Kind geschützt ist, dass es sich geschützt fühlt und mit ihm redet und sagt, jetzt schau mal, jetzt kommt das und das und wie machen wir das und so. Und halt dafür sorgt, dass das Kind in seiner Kraft bleibt, in seiner Kreativität und in seiner Liebe und das Kind halt Vertrauen mit dem Erwachsenen hat. Und genauso sehe ich eigenartigerweise oder was heißt eigenartigerweise, ich sehe die so als zwei Persönlichkeitsanteile. Und da haben wir mit Sabine auch viel drüber geredet, dass das, wir waren beide erstaunt, dass das so ist. Ja. Aber ich fühle das gerade, ich fühle das ganz stimmig. Ja. Kommt ganz stimmig bei mir an. Ja. Dass sie also gemeinsam auf dieses Kind von außen guckt und das Kind auch begleitet. Ja, eher enger, er ist ja ein Anteil. Er fühlt es, ja, natürlich. Ja. Vielleicht fühlst du es auch. Mhm. Dein inneres Kind spielt mit. Ja, das habe ich jetzt nie damit gesehen, weil ich glaube, das, was das braucht, das ist das Kind ist das Nährende. Das, und er hatte ja auch eine Autoimmunerkrankung und das ist ja eine autoaggressive Erkrankung. Ne? Und das ist, was da dahinter steckt, ist halt auch, dass man die Eigenliebe nicht zulassen kann. Und dann kann man ja den Menschen so lange lieben, bis er sich selbst und alle liebt. Das ist das Heilmittel. Da kommen wir fast zu dem Buch. Aber, nicht aber. Marian kam in dein Leben, als du bei Sabine warst. Und das ist deine ganz besondere Lebensgeschichte eigentlich, diese Verbindung, diese intensive Beziehung. Und du sagst, du wirst genährt. Und wenn man genährt ist, kann man kreativ werden. Und deine kreative Seite ist mehr oder weniger dann irgendwo ausgebrochen. Ja, das ist auch mit so um 45 eben losgegangen. Ich habe immer gedacht, also geschrieben habe ich schon länger, irgendwelche Geschichten und so. Also, ich kann es wirklich jetzt dazwischen nochmal anführen, das Buch, das ist der Schrift, ist seitenverkehrt. In der neuen Zeit sind kurze Geschichten. Ich bin ganz begeistert von dem Buch. Es ist klein, aber fein. Es ist viel von dir drin, ne? Viel. Ja, von meinen Geschichten, von Marians Geschichten, aber auch von Bekannten. Jede einzelne Geschichte ist wunderschön und ich würde gerne mal mit dir eine Lesung machen. Würdest du selbst vorlesen? Ja, kann man jetzt machen. Vielleicht kann man noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, kann man auch noch mal extra. Ja, jetzt erzähl erst mal zu dem Buch was, ja. Aber die Lesung kann man extra machen. Dann werden wir dann ein, zwei Geschichten nochmal extra lesen. Mhm. Aber jetzt erzähl erstmal was zu dem Buch, bevor ich hier so viel rede. Ja, du darfst auch was drüber. Ja, ich habe es, also wie gesagt, das habe ich schon. Ich habe es in einem Rutsch mehr oder weniger durchgelesen. Mhm. Und von einer Geschichte zur anderen. Und jede einzelne Geschichte hat eine wunderschöne Botschaft und ist sehr tiefgründig und berührt. Ja. Ja, du bist dran. Ja, es sind halt Sachen, die ich erlebt habe oder Marian oder halt jemand anders. Auf diesem Weg der Bewusstwerdung, ne, der ja nicht so einfach ist. Also das, bei mir fing das dann an, als ich habe mich dafür entschieden, den spirituellen Weg zu gehen und auch von Frankreich weg und nach Deutschland, wo ich halt mehr Möglichkeiten hatte, da auch einzusteigen. Und dann flasht es einen total und man ist in allen Grundfesten in Frage gestellt. Und da habe ich mir auch gedacht, wieso passiert das jetzt, wo doch alles, ich habe mich doch entschieden und jetzt kann doch alles gut werden. Ne? Genau. Aber dann hat man mir gesagt, das ist halt leider öfter so. Und die Geschichten sind halt auch entstanden, um Menschen Mut zu machen und zu erzählen, was man machen kann in Situationen und dass es vielen wahrscheinlich so geht. Gell? Es gibt ja welche, die vorausgegangen sind, die wie jetzt Sabine und das alles schon vorher, Jahrzehnte vorher erlebt haben. Und jetzt gibt es welche, die wahrscheinlich in einer Massenbewegung hinter uns herkommen. Und deshalb ist das auch entstanden, damit andere Leute Mut bekommen, den eigenen Weg zu gehen. Wenn du nichts dagegen hast, lese ich mal eine Passage vor. Ja, gerne. Aus dem Schluss, du fängst vorne an, das sind die einzelnen Geschichten. Es ist eine alte Weisheit. Jeder beginnt mit sich selbst, fängt an mit seiner eigenen Verantwortung, Heilung und Eigenliebe.
Dies ist das Fundament, Liebe entstehen zu lassen, zu anderen Menschen, zu allem, was ist. Man sagt, wenn nur einer wahrhaft liebt, tun es die anderen auch. Und so wird es möglich, in eine verbundene Gemeinschaft zu gehen. In kleineren Rahmen zunächst, in dem ein solches Zusammenleben geübt werden kann, wie bei dir jetzt und Sabine. Ne? Mhm. Doch warum sollte es nicht irgendwann die ganze Menschheit erfassen, umfassen? Stellt man sich alleine eine Welt vor, in der jeder in Eigenverantwortung handelt, wie völlig anders würde sie aussehen? Eine Welt, in der jeder sich selbst auch noch liebt, würde eine ungeheure Fülle hervorbringen, sodass eine Vorstellung von Mangel aus unserem Gedankengut entschwinden würde. Es wäre eine Fülle, aus der wir in die Gemeinschaft abgeben, unsere Mitmenschen beschenken können. Eine Fülle, die von anderen auf uns zurückkäme. Eine Fülle, die nicht erschaffen werden muss, die stets für uns bestünde. Eine Fülle, zu der wir immer weiter beitragen würden, indem wir einfach die Schönheit unseres Seins zur Verfügung stellen. Das hat mich so berührt, das fand ich so schön. Und das ist eigentlich der Wunsch von unheimlich vielen Menschen. Mhm. Die Menschen, ja, diese ganze Rubrik hier, Gespräche mit mir, das ist ja eigentlich entstanden aus meiner Liebe zu den Menschen. Und die hast du auch. Mhm. Also ich möchte eigentlich immer wieder den Menschen hinter allen Fassaden und ja, auch allen Ängsten zeigen. Denn wir haben alle Ängste. Und keiner nur stark, nur gut. Jeder hat seine negativen Seiten. Und das muss auch so sein, sonst werden wir nicht im Gleichgewicht. Ne? Ja, oder irgendwie halt genormt. Und das ist ja auch sehr wenig reizvoll. Komischerweise gehen viele Bemühungen in die Richtung, die Menschen zu normen, ne? Von der Gesellschaft aus. Ja, aber das ist klar, das ist ja auch leichter zu manipulieren. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, aber also neben, ich glaube, es gibt ein, zwei solche. Ja, das ist keine Geschichte, sondern halt mehr so, dass ich was drüber philosophisch sage, aber ansonsten halt auch was also ganz Banales, wie ich zum Arbeitsamt gekommen bin. Das oder, ganz am Anfang, die, ja, genau. So fängt es an. Dass, oder wie ich meine Schilddrüse selbst behandelt habe. Ja, also es ist eine bunte Mischung. Ja. Also wirklich ist es wirklich ein lesenswertes Buch. Und ich freue mich, wenn wir wirklich eine Lesung machen. Das heißt, du kannst mal zwei, drei Geschichten vielleicht vorlesen. Mhm. Eine kleine eine halbe Stunde Webinar machen. Das ja, gerne. Heute dann kann man auch nochmal über die Bilder sprechen. Mhm. Jetzt kommen wir zu deinen Bildern, denn die Bilder sind auch hier. Zu den Geschichten hast du Bilder gemalt. Genau. Also bei mir ist es so, dass das Wort und ja, eigentlich muss man sagen, Buchstaben, Zahlen und Farben hängen bei mir zusammen. Für mich hat schon als Kind jeder Buchstabe, jede Zahl eine Farbe gehabt. Okay. Ja, und das ist das Phänomen kennt man, das heißt Synästhesie. Und es ist also, vielleicht kannst du dir vorstellen, dass für viele Musiker auch Töne Farben haben. Also das ist eine... man sagt, dass, also die Wissenschaftler sagen, dass im Gehirn da die Synapsen irgendwie zusammenlaufen von zwei verschiedenen Sinneseindrücken. Ja? Aber ich sehe es eigentlich anders. Ich denke, eine Information ist vorhanden und man wählt sich quasi den Träger, den Informationsträger aus, seinen Lieblingsträger oder halt eine Kombination drauf davon. Ja? Und ich wähle mir halt immer Wörter und Farben dazu. Und darum ist das die enge Verbindung wahrscheinlich auch schon von meinen Bildern zu den Gemälden. Und meistens stellen meine Bilder solche Botschaften von meinem Unbewussten dar. Okay. Und bei dem einen Bild sagt die Sabine zum Beispiel, dass es ein gechanneltes Bild ist. Da das, was vorne auch drauf ist, also die neue Zeit, oder was ein Teil ist da drauf. Aber wir sehen die Bilder ja da noch im Webinar, ja, noch was dazu sagen. Ja. Und ja, das ist meine Medialität, halt das zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, solche Bilder haben viele Menschen, wenn sie meditieren sowieso, da kommt ja vieles, was vom Unbewussten her aufsteigt. Und ich finde das so wichtig, dass man
sich auch damit auseinandersetzt. Marian hat zum Beispiel mal mich gebeten, ich soll ihm einen Traum, den er hatte und der anscheinend sehr wichtig für ihn war, auch malen. Und er hat das gerade noch gesehen, also es war noch nicht vollständig zu Ende gemalt, aber er hat es noch gesehen, bevor er gestorben ist. Das habe ich ihm gemalt. Es ist eine Auseinandersetzung damit, ne? Mit den Botschaften, die man erhalten hat. Du meinst auch Seelenbilder, ne? Wenn ich genau, darum habe ich das Seelenbilder genannt, weil das ein Ausdruck von der Seele ist. Ja. Und wenn man sich das Bild dann anschaut, und so geht es mir mit meinen Bildern, ich brauche die dann erstmal eine Zeit lang um mich rum, damit ich immer wieder hinschaue und immer wieder einen Dialog mit ihnen führe. Und ja. Hast du die Seelenbilder auch für andere? Ja, also das habe ich vor, das zu machen. Und der erste Auftrag war der halt von Marian. Und mal schauen. Musst du den Menschen dann kennen, persönlich kennen, oder verbindest du dich eher medial mit ihm? Ich habe da noch keine genaue Vorstellung davon. Das ist ja immer so, dass man sich Vorstellungen macht und dann schaut es ganz anders aus. Aber ich denke mal, wenn sowas wie ein Traum oder wenn es eine medial oder ja, eine aus einer Meditation ist, dann möchte ich den Menschen schon kennenlernen und möchte halt den Fragen stellen dazu. Und dann würde ich halt einen Entwurf machen, ob das für ihn passt und das dann malen. Das würde ich gerne machen. Wäre vielleicht sogar über so ein Medium möglich, das kennenlernen, dass man gar nicht, dass diejenigen gar nicht nach in den Süden fahren müssen, so weit. Ja, ja, klar. Dass du also, oder über Skype oder so. Das ist ja. Ja. Okay. Ja. Ja, ich suche so und so eine andere Plattform mal für meine Bilder, weil ich die nicht so, also ich war jetzt in einer Ausstellung, einer Gemeinschaftsausstellung in Erlangen. Und das war ganz gut, weil die ganz offen waren für alles Mögliche. Auch das ist, es ist vielleicht etwas Ungewöhnliches, was ich mache, weil es ist spirituelle Malerei, aber es ist halt keine, es sind keine Engelbildchen, ne? Und nichts Versüßlichendes, sondern das ist oft knallhart und überwältigend manchmal. Ne? Also das bombastisch will ich nicht sagen, aber es ist halt eindrucksvoll. Und gerade diese Bilder mit den Galaxien, das ist so, das kommt so stark rüber. Ne? Okay. Und ich würde halt gern mal in einem Rahmen das machen, wo es nicht ums Kommerzielle geht. Und ich habe da auch in Erlangen schon angeboten, dann, was sehr gut angekommen ist, auch bei ganz jungen Leuten, eine Meditation in die Bilder zu machen. Und die Leute waren ganz begeistert. Also ich leite eine Meditation, wo man in die Bilder reingeht und wo man, also man sucht sich vorher eins aus und jeder hat das vor sich. Und dann kommt man halt dahin, was für eine spezielle Botschaft das Bild für einen hat. Und wenn man so durch die Galerien rast und sagt, naja, die Farbe ist ganz schön oder das kann ja auch sein, aber okay, ich muss schon wieder weiter. Gell? Also man hat nie die Zeit, richtig sich damit zu beschäftigen und diese Botschaft oder diese Information, die man vielleicht gerne erhalten möchte von den Bildern, auch zu bekommen. Man nimmt sich halt in unserer Zeit nicht so die Zeit dafür. Und das würde ich gerne irgendwo anbieten. Und Sabine hat halt gemeint, ich sollte eine eigene Galerie machen. Aber ich habe mal eine Galerie gemacht. Ja. Bilder meiner Schwester, weil mein Schwager war Künstler. Also. Mhm. Und da habe ich auch ausgestellt, auch im Frauenmuseum habe ich nur Frauen vertreten. Aber das habe ich so nebenbei mal gemacht. Das war nicht so mein... Das Klientel war nicht so meins. Das war so Klientel, das war nicht so meine Richtung. Ja, immer wenn es dann kommerziell wird, dann ist es halt nicht so. Ja. Aber da fällt mir ein, der Brasseriehof in Flensburg. Vielleicht hast du davon was mit. Weit weg. Da kannst du gerne mal ausstellen. Und da kannst du auch gerne den Bildern sagen, du weißt, wo ich wohne. Also bist herzlich im Norden eingeladen, mal einen da auszustellen. Das kann ich hier an dieser Stelle sagen. Naja, okay. Und auch Kurse geben. Also das ist alles möglich. Das ist Café, da kann Café, kann da jeder machen. Das ist alles immer auf Spendenbasis. Das ist, aber das ist ein anderes Thema. Anja werde ich auch nochmal dazu besprechen.
Er hat das Café gegründet. So, wo waren wir jetzt? Kommen wir zu dir. Ja, ich tue dich vielleicht auch immer wieder rausbringen, dadurch, dass ich... Nein, nein, das ist ein Gespräch, es ist kein Interview. Ja, ja, also ich habe keine Notizen, pendeln einfach durch. Damit, im Channeling ist es vorausgekommen, hast du mir gesagt, weil es, durch Sabine, dass du eine Vermittlerin bist oder Mittlerin zwischen den Welten. Ja, Berichterstatterin. Berichterstatterin, okay. Ja, und ich gehöre weder der einen noch der anderen Welt richtig an. Ja. Ja. Wie bist du die Berichterstatterin? Ja, dass ich halt, ich sehe ja jetzt auch, was in der Astral, oder abgesehen, was in der astralen Welt vor sich geht, durch meine Beziehung mit Maria, mit meinem Lebensgefährten. Und ich kann davon, was ich jetzt auch mache, Bericht erstatten. Okay. Ja, es ist, oder meine Bilder. Astral passiert ja so viel, eigentlich mehr als wie in der Physis. Wir machen so viele Dinge astral in unseren Träumen oder in unseren Vorstellungen und das läuft alles parallel ab. Und es ist so wichtig, sich vielleicht bewusst zu machen, was wir da alles anstellen. In Anführungszeichen, manchmal stellt man wirklich was an, indem man halt sehr aggressiv ist und seine Wut irgendwo hin platziert, wo sie auch Schaden anrichten kann. Ja, aber ja, wenn man sich das bewusst macht, dann kann man ganz anders agieren, indem man nämlich immer versucht, sich zurückzunehmen und in seiner Mitte zu bleiben und halt dann auch weniger mit irgendwelchen blöden Resonanzen zu tun hat. Können Menschen zu dir kommen und sich dabei helfen zu lassen, wenn sie selbst diese Wahrnehmung nicht haben, wenn sie was über ihr eigenes Leben, ihre eigenen Dinge erfahren wollen, machst du Aufstellungen auf? Aufstellungen mache ich jetzt eigentlich nur mit Sabine zusammen. Ja. Also das ist eigentlich ein probates Mittel, wenn wir irgendwelche Probleme haben und dann nehmen wir Playmobil-Menschen. Das funktioniert. Das ist sehr gut, ja. Und vor allem, man kann schauen, wie schaut denn die Situation überhaupt aus und so. Aber ich habe so viele Dinge, die ich, also Interessensgebiete und Dinge, die ich angefangen habe. Und es ist für mich eine große Verantwortung, so eine Aufstellung zu leiten. Ich mache das dann manchmal in Übungsgruppen, also wenn wir halt zusammen üben in den Ausbildungsgruppen. Aber dass ich, es bräuchte mehr Energie, die ich dahinter setzen müsste, um das auch wirklich hier professionell anzufangen. Und im Augenblick sind mir eben meine Bilder wichtiger, dann die Arbeit mit Sabine, die ist natürlich auch sehr wichtig. Ja, für mich, also wahrscheinlich ja, vom Seelenplan wahrscheinlich das Wichtigste. Und ja, ich muss auch noch ein bisschen Geld verdienen. Das frage ich auch. Ja, nee, was ich aber mache ist... Arbeitest du noch in einem ganz normalen Beruf, um Geld zu verdienen? Ich habe noch einen ganz normalen Beruf. Also okay, das wusste ich nicht. Doch, technische Dokumentation mache ich und Übersetzungen auch im Technikbereich. Okay. Und ja, das mache ich immer so nebenbei und manchmal ist es halt ein bisschen mehr. Und im Augenblick habe ich jetzt schon 2 Monate mehr so Leerlauf, wo ich mich um andere Dinge kümmern kann. Also das fühlt sich immer sehr schön ineinander über. Im Augenblick ist die Webseite von uns halt sehr wichtig, da weiterzukommen ein bisschen. Ja. Und ansonsten habe ich halt angefangen, und wo ich wo ich Menschen unterstützen kann, ist auch in meinen Kursen, ich habe angefangen, dieses Wissen, was in den Channelings ist, war mir ein Bedürfnis, das herunter zu transformieren, weil ich habe ja auch, ich war bei vielen dabei, du auch, und man stellt halt, dass die Menschen immer wieder die gleichen Nöte und gleichen Ängste haben und auch immer wieder die gleichen Fragen. Und man kann natürlich in Kursen auch das ein bisschen herunter transformieren und kann halt auf die Menschen eingehen und ihnen das nochmal genau erklären und halt sagen, jetzt komm mal selber in das Fühlen. Das mache ich zum Beispiel auch mit meinen Pflanzenkursen.
Also das ist jetzt ein Jahreskurs, der läuft, der jetzt bald zu Ende ist. Und ich habe halt gemerkt, das Wichtige ist dabei, dass die Menschen selbst da rein sich versetzen können. Was ist das jetzt für eine Pflanze? Welche Botschaft hat die für mich? Und wegkommen von dem Gedanken, wie nutze ich das jetzt am besten? Ne? Das habe ich jetzt, inzwischen hat sich das bei mir auch total geändert durch die vielen Channelings mit Sabine. Gehe ich ganz anders mit den Pflanzen um. Ich habe heute noch Respekt, wenn ich so ein Kresseblatt esse. Ich esse es immer noch, weil ich es mag. Aber viel mehr Respekt und Achtung vor den Pflanzen. Also, muss ich wirklich sagen. Und ich bedanke mich und denke ich auch, wenn mich das jetzt jemand mitkriegt, wenn ich Danke sage, weil ich mir ein Blatt nehme und auch nur so viel, wie ich auch wirklich essen möchte. Das ist schon entscheidend gewesen, diese Channelings, die ich über die Pflanzen bekommen habe, über die feinstofflichen. Ja, und ich nenne meine Seminarreihe ja das verborgene Reich der Pflanzenwesen. Und es ist wirklich so, wenn man sich das mal vorstellt, so einen Wald, der naturbelassen ist, wo ganz lange kein Mensch mehr durchgegangen ist, also kann man sich vielleicht bildlich vorstellen, dann hat man einen Eindruck davon, was das für eine Ganzheit, was für eine Einheit das ist mit allen Wesen, also die Pflanzenwesen und die Tierwesen, die da drin sind. Und dass das etwas ist, was uns nicht zugänglich ist und wo wir erst einmal versuchen müssen, überhaupt uns ein kleines bisschen anzunähern daran. Und das versuche ich halt in meinem Kurs. Da geht es um alles Mögliche. Was sind überhaupt feinstoffliche Informationen? Was besagt das? Was isst man alles mit dem, was man isst? Also wenn eine Pflanze auf dem ehemaligen Schlachtfeld gewachsen ist, dann zieht man sich eben auch diese Informationen mit rein. Und das ist den wenigsten bewusst. Die denken halt, gut, ich ernähre mich jetzt biologisch und jetzt ist alles in Ordnung. Aber das stimmt nicht. Also auch biologisch ist es so, dass oft die Pflanzen in Stress geraten, weil da eine Erwartungshaltung hingesetzt wird. Und das muss auch nicht sein. Also es ist auch was, auch Hobbygärtner, das sind auch Informationen für Hobbygärtner. Ich lasse jetzt zum Beispiel meine Tomaten einfach kriechen, also über die Erde entlang. Und ich glaube, denen geht es wunderbar damit. Und es sind viele Ideen, die man daraus entnehmen kann. Und halt auch, weil ich das ja mit Sabine zusammen mache, also da ist ja auch immer ein Channeling dabei zu einem bestimmten Thema. Also da wird halt die Pflanze von allen Ecken aus beleuchtet. Was heißt eigentlich die Heilkraft der Pflanzen? Oder was heißt die Elemente? Also in welcher Beziehung stehen die Elemente zu den oder die Farbstrahlen zu den Pflanzen? Oder was ist eine Pflanzenfamilie überhaupt? Wie sieht die geistige Welt Pflanzenfamilien an? Und so. Es sind schon viele neue Erkenntnisse. Und was ich aber vorher noch sagen wollte, ist halt in so einem Prozess, wo es um feinstoffliche Informationen und das dahinter geht, in so einem Kurs, da geht es halt immer auch um Prozesse, die die Menschen dann durchmachen. Und insofern begleite ich natürlich die Menschen in meinem Kurs und versuche auch immer darauf einzugehen, was liegt jetzt an und wo kann es jetzt weitergehen und wo liegen noch Verständnisschwierigkeiten oder Reinfühlschwierigkeiten und Jahreskurs, sagst du, ist der voll oder können da noch Leute einsteigen, deren Interesse du jetzt geweckt hast? Ja, ich werde jetzt demnächst das noch ein bisschen straffer machen. Also das war jetzt von März an jeden Monat und das ist schon ein bisschen viel für die meisten Leute. Ich würde das auf 6 oder 7 Mal halt beschränken und muss jetzt mal schauen, was war das Wichtigste in dem jetzigen Kurs. Und das halt nochmal, ich werde dann halt über unsere Quelle kleinen Teilchen halt das nochmal ausschreiben. Ich will das in Franken anbieten und hier in Oberbayern. Und es war auch eine Anfrage mal aus Berlin, was ich auch machen könnte, weil ich da 2 Brüder habe und da könnte ich dann immer mal eine Station machen. Ja, online ist sowas nicht möglich. Also für mich eigentlich weniger, weil ich habe wirklich gemerkt, das Wichtige ist, dass ich es hineinspüren und das reinfühlen. Und wir waren auch jedes Mal draußen und haben halt
in den Holunder reingespürt und es war fantastisch für alle. Also da hat jeder was gespürt. Also diese Liebe und diesen Schutz gespürt vom Holunder? Ja. Ich habe auch hier im Garten einen Holunderstrauch. Also ich habe auch immer gedacht, ich fühle mich geborgen in dem Strauch. Ja, und dann halt als Kontrolle dann noch das, die Channelings-Informationen dazu zu hören. Ich glaube, es ist auch eines dabei, die macht selber Kräuterkurse. Und ja, die lässt sich halt jetzt von mir auf eine ganz andere Weise was erzählen. Und ich könnte wahrscheinlich von ihr noch einiges erfahren, aber... Ja, so ergänzen wir uns alle. Genau, ja. Menschen für Menschen. Genau. Liebe Claudine, die Zeit ist gerast, wir haben eine Stunde fast hinter uns. Und möchtest du jetzt noch ganz was Besonderes sagen, noch zum Abschluss? Ansonsten sehen wir uns ja morgen im Webinar, das ist jetzt Montag, wir haben das Webinar das Gespräch aufgezeichnet. Und morgen im Webinar sehen wir uns wieder. Ja, ich wollte ja eigentlich ja noch die eine kleine Geschichte vorlesen, aber du sagst, das machen wir lieber wann anders. Das können wir auch im Webinar machen, Mann. Ja, okay. Mhm. Oder möchtest du jetzt? Können wir auch. Welche möchtest du vorlesen? Gevatterin. Ja, die Gevatterin. Das kannst du aber auch morgen in dem Webinar, weil du das Bild auch dabei hast. Ja, genau. Das ist die Frau mit den Blumen, ne, vor dem Fenster. Ja, genau. Sehr schön. Freue ich mich drauf. Okay. Dann kann ich auch dein Bild groß hier, kann ich dann entweder das Bild groß einstellen oder dich lesen, wie du das möchtest. Das Bild. Das Bild, weil, und das liest du dann dazu. Das genau, ist toll. Die Geschichte dazu gehört, ja. Dann freue ich mich auf morgen. Ich auch, ja. Okay, wir sehen uns um 19 Uhr. Gut, das spielen wir ja jetzt ab. Alles klar. Ich bedanke mich, Claudine. Ja, vielen Dank für deine Mühe und wie schön du das. Das war sehr spannend und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir alles erwischt haben, was wir. Das weiß ich auch nicht, es war eben kein Plan drin. Aber es war so, ja, als wenn du hier zu Besuch wärst. Genau. Der Kaffee hat gefällt. Oder der Tee. Ja. Danke mich. Ich sage tschüss, bis morgen. Schönen Abend. Tschüss. Das hat ja richtig gut technisch hingehauen. Und jetzt geht's live weiter, genau, Ingeborg. Gevatterin, wollen wir gleich mit der Gevatterin weitermachen? Ja, meinetwegen schon. Oh, ich weiß nicht, die anderen können auch was dazu sagen. Aber ja. Welche Adresse können wir zu Claudine schreiben? Aurelia. Ja, ich mache das Bild eben, warte mal. Guck mal, da ist einmal das Buch. Hier, wo ist mein Pointer? Hier ist. Und das ist halt meine Webseite, Lichtbilder. Das ist die Webseite und da ist Adresse, alles dabei. Und dieses Bild habt ihr dann in der Aufzeichnung hier auch immer drin und steht, glaube ich, auch in der Einladung oder auf der Startseite hier. Ja, ich glaube auch. Hast du denn das Buch schon da? Ich habe das ja, mir ist eigentlich gleich, was ein besserer Einstieg ist oder ob man das Buch, also die Geschichte dann zum Schluss, zum Abschluss. Was merkt ihr? Achso, das können wir auch. Dann gehe ich jetzt einfach. Vielen Dank für alles. Wir sind nicht fertig. Bis jetzt. Jetzt kommt Besuch in der Nacht, heißt das. In welcher Reihenfolge? Das ist eines von den Bildern, wo ich schon erzählt habe, also wo Marian zu mir gekommen ist in der Nacht und wo ich dann diese komische Melodie gehört habe. Und so stand er in meiner Tür. Also das habe ich gesehen und bevor ich aufgewacht bin eben. Also es ist eines von den Marian-Bildern. Es schauert mich. Ja. Sehr schön. Jetzt kommt die Erdgewölbe tun sich auf, habe ich hier, oder die neue Zeit. Ja, gib mal die neue Zeit, weil das ist eigentlich so, dass was auch für mein Buch eben, also den gleichen Titel hat.
Das heißt in der neuen Zeit und das Bild heißt die neue Zeit. Und ach so, das kann sein, dass es ein bisschen größer ist. Ja. Und das ist also ein ganz normales Straßenbild und Menschen, die vertieft sind in ihr Alltagsgeschehen und die nehmen gar nicht so richtig wahr, was eigentlich energetisch um sie herum schon passiert. Ist eigentlich typisch für die neue Zeit, dass es viele gibt, die einfach in ihrem Trott weitermachen, aber manche, wie diese eine Frau, die man sieht, mit der Aura, genau, die bekommt halt schon dann eine gewisse Energie anscheinend. Und ja, das ist das, wo Sabine sagt, das ist ein gechanneltes Bild. Und es sind halt wirklich massive Energien. Für uns ist es oft so, dass der Alltag halt immer weitergeht, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt und viel ändert sich nicht. Aber wenn man das Ganze vom Energetischen betrachtet, dann sieht man, was über uns dreut, wenn man das mal so ganz alt so ausdrücken will, auf altdeutsche Art. Ja. Manchmal wird man davon betroffen und weiß gar nicht, warum man sich so oder so fühlt, weil so viel starke Energie kann man dann auch darüber kommen. Okay. Dann habe ich hier ein Bild, du und ich. Ja, vielleicht die Erdgewölbe erst. Dann die Erdgewölbe, okay. Also das ist ein Bild, das sieht man von einer Beerdigung, einem Gewölbe und man sieht halt, dass die Menschen, vor allem die nächsten Angehörigen, da stark in Trauer versunken sind, also es war da unten. Und an der Seite gibt es welche, die scheinen schon fast in die Depression zu versinken, nämlich durch diese dunkle Tür, die da noch in den Abgrund führt. Und keiner merkt eigentlich so richtig, dass die Gewölbe schon auf sind, also dass da schon Licht von oben kommt. Und das ist ein Eindruck, der in mir entstanden ist, als mein Cousin beerdigt wurde. Ich habe ihn immer gespürt, wie froh er eigentlich ist, diesen Körper hinter sich zu lassen und dass es ihm nur wehtut, welchen Schmerz seine Angehörigen haben. Aber die haben ihn nicht gehört, die waren so versunken in diesen Schmerz. Und dann wurde Musik gespielt, und zwar ein Rock'n'Roll, und dann habe ich mit ihm in Gedanken oben an der Decke getanzt. Und das wird halt ausgedrückt durch diese Spiralen. Ja. Ja. Ist das hier hin? Bitte? Der Cousin? Der ist in dem Sarg halt und ich bin halt das. Ja, aber ja. Du bist das, okay. Ja, hätte ja auch sein können, dass er in Geistform eben auch. Ja, aber das bin ich mit Röckchen halt. Okay, das ja. Und es ist halt ein gewaltiges Gewölbe. Da bin ich froh gewesen, dass ich so ein Bild gefunden habe davon. Genau, die Verbindung mit der Spirale, ja. Ja. Dann habe ich du und ich, ja, lebe und lerne. Lebe und lerne, Liebe vielleicht noch. Ja. Dann haben wir die Bilder von Marian ein bisschen zusammen, wenn wir das so machen. Ja, das ist in einer Meditation, die ich da gemacht habe bei dem Peter Beck, wo ich schon gesprochen habe. Da hieß es, und jetzt siehst du dich in einem Spiegel, wie du bist. Und dann war ich dann etwas erschrocken, was mir da über den Wässern entgegenkam. Irgendwie. Und jetzt, wenn ich das so interpretiere, dann war das ein Bild von mir zu Beginn aller Inkarnationen. Also ich bin vom blauen Strahl. Und habe auch was mit Grün zu tun, geht ein bisschen ins Grünliche über. Und ich habe mein Gesicht nicht gesehen. Ich muss jetzt das Ganze nochmal malen, wie ich mich jetzt sehe, nämlich viel heller. Und ich habe ein Gesicht und das Dunkel drumherum ist auch nicht mehr so dunkel. Aber ich sehe das jetzt auch nicht als Bewertung, das war halt einfach der Anfang der Inkarnation, wo man eben loslegt mit seinem Licht und noch nicht viel Licht um sich herum geschaffen hat. Ja.
Und dieses Gebilde Ja, ich da. glaube, das ist das Licht, was ich mitgebracht habe. Ich muss ja selber interpretieren, was ich mir da zusammenfabriziert habe oder als Bild gesehen habe, aber ich denke mal, das Licht habe ich halt mitgebracht. Schöne Farbe. Ja. Ja, ist halt sehr kräftig. So, und dann habe ich oben. Bitte, was? Habe ich Oberbauern ein Ja. bisschen noch, Ja, Wurzel genau, ganz die beiden links machen wir noch. jetzt noch. Die beiden noch. Oder eben. Ja, das ist, weil ich ja hier in Oberbayern wohne. Und kaum hatte ich es fertig gemalt, schon wurde es verkauft. Also das ist ungefähr das Bild, was ich von unserem Haus aus sehe. Die Kampenwand ist das, die halt von uns ausschaut wie ein Drache. Und das musste ich natürlich so malen. Und das, unten drunter ist der See, in dem ich immer bade. Und die Kühe sind natürlich auch da. Ja, und das Bild wurde gleich gekauft, weil die Oberbayern lieben ja auch ihre Berge. Und Sehr schön. Also das hängt jetzt genau, in ja. irgendeiner guten Stube. Hat sich jemand zum 60. Geburtstag gekauft. Freut dir. Wurzel aus minus 8. Und das ist etwas, was ich auch ein bisschen vermehrter anbieten will. Also das ist eine der schönsten Meditationen, die ich überhaupt kenne, nämlich das heißt Seelengarten, also wo Menschen ihre Seele als Garten sehen. Und das war nur eine, die den Kurs, das Seminar gemacht hat. Und es ist einerseits wunderschön, wenn man sich so einen Garten vorstellt, aber andererseits auch beängstigend, weil er so isoliert ist und so alleine und kein anderer Garten in Sichtweite. Und auch noch diese Glocke drumherum, und mich hat das total fasziniert, ich musste das malen. Ja. Seelengarten erinnert mich an die Schriften von den Essenern, die ich da auf meiner Website habe. Da geht es auch immer darum, den Garten zu bestellen, dass wir unseren eigenen Garten eben immer wieder neu bepflanzen. Aber was mich hier jetzt eben auch so ein bisschen, wird diese Ja, Glocke auf der so hatte sie Website. das halt gesehen. Ja. Sie hat es. Und Wurzel aus minus 8 heißt das, weil wir herausgefunden haben, dass jeder eine bestimmte Zahl darstellt und die wird als Wurzel dargestellt. Also das war in Channelings halt, haben wir das rausgefunden. Und sie war halt Wurzel aus minus 8. Drum habe ich das so genannt. Ja. Okay, ich habe sie gerade. Ah, das ist schön, ja Sternenkanapé genau. habe ich Das gerade. ist, wo ich hatte in Frankreich, da lebt man natürlich sehr viel draußen, und ich hatte ein Kanapee draußen stehen, den ganzen Sommer lang, nur im Winter kam es rein, und da konnte man halt sehr schön die Sterne beobachten. Und in dem Jahr, das eine ist Marian, und die Freundin, mit der er mitgekommen ist, und ich bin in der Mitte. Und das war halt so eine wunderbar leichte Zeit, wo wir immer die Sterne betrachtet haben und alles voneinander erzählt haben und gesungen haben, und der Rosé floss. Und eigentlich wollte jeder von uns dreien das Sternenkanapee auch malen, aber ich war die Einzige, die es dann gemalt hat. Ja. Sehr schön. So wie die Edith schreibt, yeah, genial, Karneval und Venedig. Hatten wir jetzt du und ich schon? Nein, nee. Und ich habe ich noch als Bild hier. Und dann noch die Gevatterin. Nein, 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 Dann dann machen wir kommt noch heute in Abend. zwei Welten. Das ist eigentlich mein wichtiges Bild. Wenn du das noch hast. In zwei Welten. Welches? Aber mach erst mal nicht dabei. Nicht dabei. Das waren Ist die nicht beiden dabei. Also letzten, die ich dir geschickt kannst du habe. mir das auch. Dann gucke ich mal eben nochmal in meinem Mailprogramm nach. Moment. Müsste ich ja dann abgespeichert haben. Wenn ich die noch hochladen, wenn du das die Geschichte von Genau, hast. von dem du und ich.
Ja, das, genau, das muss sein. Ja, das ist. Findest du es? Oder ist das? Ich finde die Dann Ohren. kann ich das vielleicht schnell noch. Oh, weiß nicht. Schauen wir mal. Kann das nochmal schicken? Gesendet. Eigentlich habe ich einen Ordner extra für dich. Aber da habe die Bilder habe ich eigentlich auch. Weiterleiten. Also ich schicke dir es einfach noch mal. Ja, ich habe mein Mail-Programm auf. Ich sehe euch gerade gar nicht. Ich bin ganz normal an meinem Rechner. Ich höre euch aber. Ich schicke dir das und dann Und kann ich man ja werde euch vielleicht. dann weiter erzählen, während ich dran Okay, gut. Also du hast jetzt noch einmal. dann kann ich es ja noch Ja, schnell ich kann hochladen. ja auch die Geschichte zwischendurch dann Genau. vorlesen. Und jetzt würde noch das Du und Ich würde, glaube ich, jetzt noch fehlen. Ja, das du und ich gebe ich dir jetzt mal, Mhm. bis die Mail da ist. Ja, Das die dauert sind ja auch ein mit den bisschen Bildern immer größer, etwas die länger. Dateien. Das Ja, das ist halt Marian und ich, wie wir. Ja, wie ich das mir zusammen vorgestellt habe. Also, ich bin blau, ich bin vom blauen Strahl. Ich habe immer gedacht, er ist vom grünen. Ich weiß es allerdings nicht. Und ja, unsere Verbindung über die Chakren und wir sind halt verwurzelt in der Erde und haben viel Energie von oben. Ja, ist ein bisschen naiv dargestellt und. Aber trotzdem, es drückt einfach die, ja, das harmonische Miteinander aus, was wir hatten. Ja, und so gefällt mir schon ganz gut. Aber das andere ist viel schöner in zwei Welten. Das ist, ja. Kommt nicht kommt an? nicht an. Ja, weil das ein bisschen größer ist. Aber ich könnte ja. Vielleicht war es zu groß, dass es vielleicht war es zu groß, dass ich es deswegen nicht Also bekommen eines habe. ist 1,7 MB, das andere 5,5. Ich weiß nicht, wie viel du bekommen kannst. Eigentlich schon, 5,5 wird es ja wahrscheinlich nicht ankommen. Also so bis 4 MB geht ganz ne? gut. Dann schicke ich dir jetzt nochmal einzeln. Und einstweilen könnte ich ja dann einfach die Geschichte vorlesen, wenn ihr wollt. Also machen wir das mal Ja, das weg. Bild vom Ja, Gevatter. genau, ja. Und ich schicke dir das gleich nochmal. Genau. So. So, jetzt ist es nur das eine Bild noch. Und dich wieder her. Ja, genau. Also dann lese ich mal. Genau. Lass ich das jetzt lesen. Ich versuche, die Bilder noch zu finden und Ja. noch zu hoch zu kriegen. Also. Gevatterin. Es gibt Zeiten, da glückt einfach nicht viel. Was man auch beginnt, scheint zum Scheitern verurteilt. Der Gemütszustand entspricht den Ereignissen im Außen. Beides auf einem Tief. Es braucht viel Kraft, um immer wieder den Entschluss zu fassen, aus einem solchen Loch herauszukommen. Aus diesem Ort, wo Mühsal und Trübsal herrschen. Und jedes Mal ist mir zumute wie Münchhausen, der sich selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen will. In einem derartigen Tief hatte ich einen Traum, einen sehr wachen Traum, denn ich fühlte mich äußerst wahrnehmend und wusste, dass an irgendeinem entfernten Ort mein Körper in einem Bett liegt und schläft. Eine Spannung und Vorfreude begann in mir aufzusteigen auf das, was sich wohl zeigen wird. Mir träumte von einem Wesen, einer Frau, vertraut aus längst verschwundener Zeit, die ich aus einem mir verborgenen Grund Gevatterin nannte. In einer diffusen Landschaft entstand ein weißlicher Weg. Er führte zu drei Fenstern, in helle quadratische Rahmen gefasst, das Glas fast blind, so dass man kaum hindurchsehen konnte. Plötzlich überkam ich eine heftige Sehnsucht nach meiner Großmutter, nach Trost.
Unvermutet erschien hinter dem mittleren Fenster eine Frauengestalt. Ihr Gesicht war wie eine Scheibe hinter der Fensterscheibe mir zugewandt. Die grünlich-braunen Augen musterten mich freundlich. Seid gegrüßt, Gevatterin. Kann ich eine Weile zu euch kommen? In mir ist so eine Sehnsucht. In meiner Stimme klang ein merkliches Flehen, was mich verwunderte, fast befremdete. Die Frau lächelte und sprach von etwas so Wunderschönem, dass es mir tief ins Herz eindrang. Doch sobald sie es gesagt hatte, verflüchtigte es sich, löste sich auf, verschwand aus dem Gedächtnis, war einfach nicht mehr fassbar. Nur noch die Erinnerung an dieses wunderbare Gefühl blieb in mir zurück. Sie fuhr fort, und ich kann dir auch noch sagen, dass das Leben nicht unbedingt aus Leiden, Arbeit und Mühsal besteht. Als sie das sagte, erfasste mich ein so heftiges Lachen, dass mein Atem völlig aus dem Rhythmus geriet und ich einen haltlosen Schluck aufbekam. Milde lächelnd sah sie mir eine Zeit lang zu, richtete dann einen kleinen Stock wie ein Zauberstab auf mich und sagte: Ruhig, Steinböckchen. Tatsächlich, das Lachen wurde ruhiger, doch immer noch von jähen Hicksern durchbebt. Da hörte ich sie: Blumen helfen immer, wobei sie ebenso verschwand wie mein Schluck auf. Verblüfft fand ich mich wieder, alleine vor den drei Fenstern stehend, mit einem riesigen Strauß Blumen in den Armen, leuchtend bunte Blumen, federleicht. Der Traum begann langsam zu verblassen und ich erwachte, ohne Blumen, aber mit einem lebensfrohen Lachen in meinem Innern. Erstaunlich, was einem helfen kann, wenn es darum geht, sich wie Münchhausen selbst am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ein Traum, die Erinnerung an Blumen, die Erinnerung an die Erinnerung an etwas Wunderbares und ein Lachen, das tief in mir entspringt. Ja, das war auch noch in der Marian-Zeit, das war nämlich in einem... Also dieser Traum im letzten Urlaub, wo er einige Wochen später dann verstorben ist, und da war schon ein merkliches Absinken der Schwingung, die uns beide beschäftigt hat, und es war einfach kein schöner Traum, wir konnten kein schöner Urlaub, wir konnten uns nicht erholen und alles war etwas mies, und da hatte ich diesen Traum und war dann ein bisschen getröstet. Ja. Und ich glaube, das ist diese Gevatterin, das ist wahrscheinlich jemand gewesen, die nicht inkarniert ist und die ich halt irgendwie kannte. Denn, also die Seele kannte ich und die mich ein bisschen getröstet hat. Ja. Sehr schön. Also die Bilder laden gerade hoch. Und hast du das Bild gefunden? Das vom Arbeitsamt erzählen willst? Ja, ich habe es nur im falschen Ordner gehabt. Direkt überschrieben. Aber es ist der große Slate halt noch. Und da ja, ich weiß nicht, wenn die anderen suchen. Es ist halt die Zeit dort. Achso, du hattest das auch. Okay. Ja, wir haben ja, ja. Noch ein bisschen Aha. Zeit. Also das Job. Ja. Ja, also es kommt gleich. Also du kannst gerne noch was erzählen. Oder was anderes erzählen. Okay. Ja. Jetzt muss es okay. Also steht es gleich so gut. Also mir hat das mit dem Arbeitsamt auch besonders ja. gefallen. Ja, aber das können wir gerne machen. Mit der Schildkröte. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger mit der Schildkröte. Und das ist, ja, es ist lustig. Okay, also... Welches möchtest du, Sabine? Schildkröte oder? Arbeitsamt, okay. Arbeitsamt, also genau. Es heißt nicht Arbeitsamt, es heißt ganzheitliche Maßnahme, die Geschichte. Ja, ja, genau. Arbeitslos. Sie wappnete sich innerlich, nutzt nichts, da musst du jetzt durch. Aber sie spürte ihren Widerwillen. Das Arbeitsamt wies sie einer ganzheitlichen Maßnahme zu. Alles ist zurzeit ganzheitlich, dachte sie, ein wunderbares Modewort. Sogar in die Tiefen des Arbeitsamts vorgedrungen und von dort als Maßnahme wieder aufgetaucht. Klingt wie Strafmaßnahme.
Eine Strafmaßnahme, die einen ganzheitlich betreffen soll. Sie wusste, dass man es im Grunde leicht nehmen sollte, dass es nicht besser wurde, wenn man sich innerlich sperrte. Aber sie fühlte ihren Unwillen sehr stark. Es war ein Widerwillen gegen die Maschinerie des Arbeitslosenprozesses, in der man wie ein kleines verirrtes Schräubchen durch das große Räderwerk geschleust wird und aufpassen muss, nicht plötzlich in einem großen Container mit der Aufschrift Ausschuss zu landen. Und es war ein Widerwillen gegen die Vorstellung, gegen die Verstellung, eigentlich neigte sie dazu, es Verlogenheit zu nennen, mit der man sich bewerben musste. Weshalb, dachte sie, kann man nicht einfach die Wahrheit sagen? Ich möchte gerne arbeiten, möchte Freude an der Arbeit und mit meinen Kollegen haben und angemessen Geld dafür verdienen. Nein, es galt für sich zu werben, es galt sich anzubiedern. Ich bin die Beste auf diesem Gebiet und überhaupt auf allen Gebieten. Und meine Damen und Herren, nichts würde mich glücklicher machen, als für Ihre Firma zu arbeiten. Ach ja, inzwischen musste man noch hinzufügen, nehmen Sie mich und ich arbeite 3 Monate umsonst. Welch niederdrückende Aussichten. Und dem sollte sie sich nun aussetzen? Dann sich vielleicht doch lieber ins Bett legen, die Decke über den Kopf ziehen und unverzüglich in Depressionen verfallen? Eine große Gruppe, vielleicht 20 Menschen, fand sich zu Wochenanfang zur ganzheitlichen Maßnahme ein. Sie schienen distanziert, musterten sich gegenseitig, allerdings recht flüchtig. Wir schauen nach, auf wessen Stirn der Stempel arbeitslos wie tief eingegraben hat, dachte sie. Die üblichen Formalitäten mussten erledigt werden, Einverständniserklärungen waren zu unterschreiben, es wurde erläutert, wie Kurse zu belegen seien. Also der übliche Trott, fehlt sogar der ganzheitliche Schleier, stellte sie fest, mit diesem merkwürdigen Vergnügen, den eigenen Pessimismus bestätigt zu sehen. Aber das Leben wartet immer mit seinen ganz speziellen Überraschungen auf. Die Worte eines Dozenten verscheuchten jeden Gedanken an Trott und Pessimismus und jeden Unwillen. Was ich Ihnen vor allem sagen will, ist, nehmen Sie Ihre Arbeitslosigkeit als Chance. Jeder, und das meine ich ohne Einschränkung, hat ein Talent in sich. Versuchen Sie, diese Zeit zu nutzen, um dieses ureigenste Talent in sich zu entdecken und sich dahin mit Ihrer Arbeitssuche zu orientieren. Dann werden Sie so etwas wie ein erfülltes Arbeitsleben haben. Viele, die sich irgendwann einmal für irgendeine Tätigkeit entschieden haben, weil man da gut Geld verdient oder weil die Arbeit Sicherheit bietet, werden einfach mit der Zeit krank, da diese Menschen sich täglich zu etwas zwingen müssen, was ihnen nicht liegt. Und ich weiß, wovon ich spreche, ich bin Mediziner. Ihr Körper reagiert mit Krankheit aber es entwickeln sich irgendwelche Umstände, die Sie arbeitslos machen. Es ist Ihre Chance. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, eine erfüllende Arbeit zu finden und dafür gut bezahlt zu werden. Wie klingt das? Verlockend, nicht wahr? Was braucht es? Den Willen, sich selbst wirklich zu fragen, was man möchte, wo die Fähigkeiten liegen, die Erfüllung bringen können. Und es braucht Mut. Den Mut, herauszutreten aus den gewohnten Wegen und die Verantwortung für sich zu übernehmen. Als hätte er mit diesen Worten einen Zauberstab über sie geschwungen, sahen sie einander nun mit ganz anderen Augen. Nicht mehr als namenlose Arbeitslose, sondern so wie dieser Dozent jeden Einzelnen angesprochen hatte. Als Menschen, als Individuen, in denen sogar Talente schlummern. Seine Kurse waren überfüllt, keiner wollte sie verpassen. Seine Spezialität Mentaltraining. Jeder weiß es eigentlich, wenn man positiv an die Dinge herangeht, wird etwas Positives daraus. Sehen Sie sich die Sportler an, wie wichtig Mentaltraining für sie geworden ist. Sie stellen sich ihre Bewegungsabläufe vor und das hat Auswirkungen bis auf die Muskelebene. Ich gehe mittlerweile weiter und sage, wir erschaffen uns alles selbst in unseren Gedanken und Gefühlen. Wir kreieren unsere Realität. Probieren Sie es einfach aus, wie Mentaltraining wirkt. Schritt für Schritt. Motivieren Sie sich. Lernen Sie, damit umzugehen, Ihre Bedenken, Ihre Ängste beiseite zu schieben und konzentrieren Sie sich auf Ihr Ziel, Ihr Vorhaben.
Viele setzten sich in Gruppen zusammen, begannen Überlegungen anzustellen. Welche Möglichkeiten gab es für sie, sich neu zu orientieren? Was lief eigentlich schief in ihrem Berufsleben bei ihren Bewerbungen? Sie kamen ins Gespräch, verloren immer mehr die Scheu, über sich zu reden, hörten einander zu, versuchten zu helfen. Langjährigen Berufserfahrungen vermochten einige ganz konkrete Tipps, wertvolle Informationen zu geben. Faszinierend, was da geschieht, dachte sie, welche Veränderungen gerade stattfinden. Die Menschen öffnen sich, wenn man ihnen mit Wertschätzung begegnet und sich nicht scheut, die innere Wahrheit auszusprechen. Wie völlig gebannt alle diesen Dozenten zuhören. Dabei hätte ich schwören können, dass es Widerspruch gibt, dass Diskussionen beginnen. Nichts. Sie saugen es auf wie ein durstiger Schwamm, als hätte jeder nur darauf gewartet. Bislang traute sie sich nicht, in der Arbeitswelt so unverblümt von diesen Dingen zu reden. Sie hatte oft genug festgestellt, wie schnell man dabei auf Geringschätzung stößt. Aber schließlich und endlich, das war es, was in ihrem Leben noch nicht stimmig war. Es gab die Arbeitswelt, in der man funktionieren musste und in der ausschließlich ernst genommen wurde, wer sich realistisch und materialistisch gab. Und es gab ein privates Leben, das unvereinbar damit schien. Ihr Leben zerfiel in zwei Teile. Nun, dieser Mann hatte es geschafft, diese Bereiche für sich zusammenzufügen, und er schaffte es, Menschen dazu zu bringen, zu verstehen und zu erkennen. Ich sollte auch damit anfangen. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für so vieles. Zum Beispiel, mein Leben ganzheitlich zu machen. Dass ausgerechnet das Arbeitsamt mich darauf hinweisen muss. Jetzt muss ich gucken. Sehr schön. Ja, ist wirklich passiert. Also die Sie, das bin ich. Bitte? Ja. Ja. Also wenn du möchtest, ich habe beide Bilder jetzt. Zurück in die Ewigkeit oder in zwei Welten. Ja, dann noch einmal in zwei Welten. Ja. Ah, ja. Das war halt, oder ist vielleicht jetzt immer noch, das ist ein Bild nach einem Foto von Marian und mir am Chiemsee. Das war Ostern und es hat geschneit und es gab keine Schneemänner, sondern Schneehasen überall. Ja, und, bitte? Und für mich ist es halt so, dass wir diese Zeit, während vor seinem Tod und nach seinem Tod in zwei Welten zusammenblicken. Also in die astrale Welt, aber auch in die physische Welt. Und ja, darum ist das gespiegelt. Ich habe es gespiegelt. Und das Wetter, das passt auch dazu. Und eigentlich, dass wir trotz dieser Kälte, die um uns herrscht, so froh und glücklich irgendwie aussehen. Trotz des Winters um uns herum. Ich habe dich nicht verstanden. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr leicht fühlt sich das an. Ja. Ja, das ist mein Lieblingsbild, ist das. Ja. Und ich war auch ganz überrascht, dass ich es hingekriegt habe, Gesichter zu machen, sodass man sie erkennt. Also das ist eigentlich schon wie das Foto auch. Ich hatte damals noch kurz. Ich habe gedacht, das wäre eine Fotobearbeitung. Nein, das hast du gemalt. Das habe ich gemalt. Ja. Der Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, damals hatte ich dunklere und kurze Haare. Also das stimmt auch. Und Marian ist das, wie er lebt und lebte. Leider. Ja. Toll. Ganz toll. Ja, danke euch. Ja. Ja. Ja, und das letzte Bild, das ist das erste Bild, was ich gemalt habe. Und so kommt mir eigentlich. Ja. Und eigentlich war es wie eine Vorschau auf das, was mir mit Marian passiert ist. Das habe ich 2007 schon gemalt gehabt.
Das kann lang dauern, weil ich glaube, das ist das mit den 5,5 MB. Ne? Da hätte ich es doch noch kleiner machen Ach, sollen. jetzt. Ja, aber jetzt sieht man Ja, es ja. genau. Das ist Ja, es ist eigentlich durch Zufall entstanden. Ich habe im Spiegel einen Artikel gelesen über einen Grabfund, wo ein Mann und eine Frau wahrscheinlich, also nehme ich mal an, so angeordnet waren in dem Grab, ja, also ineinander verschlungen und sich umarmend. Und mich hat das so berührt, dass ich es ausgeschnitten habe. Und ja, und ich habe es irgendwo abgeheftet und da war gerade ein Bild von der Galaxie und dann wusste ich, das gehört zusammen und ich habe es zusammen gemalt. Und was ich mir schwierig vorgestellt habe, ich habe ja einfach dann, ich wollte eigentlich anfangen zu klecksen damals, weil ich Farben so toll finde und habe dann plötzlich festgestellt, dass ich malen kann. Das war für mich sehr überraschend. Und dieses in der Mitte, was so schwierig ist, das hatte ich irgendwie in einer Stunde und für den Rest habe ich Wochen und Wochen gebraucht. Ja, und ab da habe ich dann gemalt und habe es auch ernst genommen. Also nicht nur zum Klecksen, sondern halt als um mich auszudrücken. sehr schön. Ja. Ja, und jetzt habe ich euch eine ganze Menge gezeigt. Ja, und wir sind gut in der Zeit, haben nur ein bisschen überzogen und das zwei Geschichten vorgelesen, haben schon Ja. gleichzeitig auch noch die Lesung zeigen können. Ja. So, habt ihr jetzt noch Fragen? Ich stelle jetzt mal den Chat noch groß, dann könnt ihr auch die Claudine noch fragen. Und ansonsten kommen wir dann zum Schluss. Erinnert mich an Pompeji, Vulkanausbruch. Okay. Welches? Ach, das ist mit dem das letzte zurück in Das die Letzte mit Ewigkeit, der ja. Ewigkeit. Ja. Ja. Ah, ich sehe gerade, die Johanna ist auch da. Grüezi. Ja, die hat auch ein paar Mal geschrieben. Okay, also Fragen habt ihr keine, wie ich das so sehe. Ist ja gut so. Ist ja gut so. Okay, dann würde ich Wir haben alles sagen, geklärt. wir haben uns. Es war sehr schön mit dir, Claudine. Ich habe mich gefreut, dass du Ja, auch mich mit dir, getraut mit euch. hast vor die Kamera. Und dann bist du am Donnerstag, wenn Sabine mit Channeling dran ist, sicher auch wieder dabei. Da bin ich dann wieder im Hintergrund, ja. Ja, bei mir ist es nicht so das Trauen. Ich weiß immer nicht, wer ist jetzt da interessiert dran, weil ich mich selbst jetzt auch nicht so doll interessant Ja, finde, aber. das habe ich festgestellt bei allen Gesprächen. Die meisten glauben, ach, das interessiert doch sowieso keinen, was ich zu erzählen habe. Das sind alles immer spannende. Ich denke, jeder hat so viel zu erzählen. Und das macht mir Spaß. Also, das war wieder eine Freude mit dir. Ja, mehr auch mit dir und mit euch. Und vielen Dank nochmal an dich. Sabine bedankt sich bei dir, dass du mit ihr zusammen Ja, wohnst. Alles klar. Ich verabschiede mich von euch allen und wir sehen uns. Die tschüss. meisten sind auch wieder dabei und ich freue mich auf euch. Habt noch eine schöne Zeit und allen Dankeschön. Ja, auch allen Dankeschön fürs dabei gewesen sein. Tschüss.